Mein Name ist Kasra. Als Ex-Hells Angels-Mitglied habe ich viel Kriminalität und Gewalt gesehen. 2014 wurde ich im Zuge des Berliner Wettbüromordes festgenommen und entschied mich dazu, als Kronzeuge auszusagen. Heute lebe ich ein normales Leben im Polizeischutz und habe ein Buch über alles geschrieben. Hallo Kasra. Hallo. Reed 10 möchte wissen, wie bist du mit den Hells Angels in Kontakt gekommen? Durch einen Jugendfreund, der war damals bei der Legion 81, das ist eine Supportergruppe in Kiel, von den Kieler Hells Angels damals gewesen, 2009, 2010. Und wir kannten uns aus dem Rotlicht vom Hamburger Kiez und Reeperbahn, St. Pauli. Und man kannte mich, weil ich halt ein relativ guten Namen, also ein Standing hatte in der Szene. Und die waren gerade so am Aufbauen dieser ganzen Struktur, dieser Supporterstruktur. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust drauf hätte, hat mich eingeladen zu einer Veranstaltung. Man kannte sich schon von früher, aber ich hatte nie großartige Berührungspunkte mit der Szene. Erst ab dem Moment, wo man mich eingeladen hat. Bin ja mit 16 ins Rotlicht eingestiegen, hatte Frauen laufen, war Wirtschafter, als Türsteher gearbeitet, habe hier und da auch mal Gewalt angewendet. Und das spricht sich natürlich rum, wenn du ein wehrfähiger Typ bist im Milieu, dann spricht sich das rum. Und so hatte ich mir meinen Namen damals aufgebaut, beziehungsweise hat sich der Name dann entwickelt. Und ich war bekannt dafür, nicht zimperlich zu sein und auch sich durchzusetzen mit Gewalt. Und von daher kam ich dann für solche Strukturen und gerade für die Szene da, Rocker, beziehungsweise Hells Angels, Supporter, Legion 81, kam ich in Frage für die Jungs. Und so bin ich in diese ganze Szene reingerutscht. Madeline interessiert, wie sah die Aufnahmeprüfung bei den Hells Angels aus? Es gibt keine klassische Aufnahmeprüfung. Das ist, wenn der Club sich entschieden hat, das entscheiden ja Vollmitglieder, ob man in Frage kommt für die Struktur, verschafft man sich ein Bild im Alltag. So, man sagt dann, komm mal vorbei, verbring Zeit mit uns. Und wenn er erstmal grundsätzlich vom Charakter passt, dann sagt man, du wirst Hangaround, das ist dann die erste Vorstufe fürs Member werden. Und dann, die geht 3 Monate Minimum. Und in der Zeit passieren Dinge, man erlebt den Alltag miteinander und da wird dann geschaut, ob er passt zu den Leuten, ob er den Club so vertreten kann nach außen, wie man es sich wünscht, ob er in gewissen Situationen den Schwanz einzieht, ob er bei Polizei Angst bekommt oder den Druck nicht aushält, ob er sich durchsetzen kann gegen andere Strukturen, Clans, andere Gangs. Und da entscheidet sich dann, ob er dann die zweite Stufe erreicht, das ist Prospekt. Und so läuft das dann bis zum Ende. Und das bleibt eigentlich bis solange man Mitglied ist, muss man sich immer beweisen. Rauch Mettler fragt, kannst du einen normalen Tagesablauf eines aktiven Hells Angels beschreiben? Relativ mega entspannter Tagesablauf. Man steht auf irgendwann um 12, steigt in sein großes, teures Auto, fährt erstmal frühstücken. Bei uns war das immer das La Femme im Wedding, beziehungsweise in der Punkstraße. Da isst man dann, macht ein paar Telefonate, guckt, was abläuft, was passiert ist. Meistens ist es immer sehr actionreiches Leben, es passiert immer irgendwas. Irgendwas ist immer los, ob es irgendwelche Verhaftungen sind, Razzien, Auseinandersetzungen. Oder auch Erlebnisse, indem man irgendwelche Leute aus irgendwelchen Musikszenen kennt oder irgendwo eingeladen wird. Es passiert immer irgendwas. Und wenn man das abgecheckt hat, dann fährt man ins Clubhaus oder ins Café, wo auch man sich auch immer trifft mit den Jungs. Man connectet sich und sitzt dann da, geht von einem Café ins andere, fährt dann in Puff oder damals ins Artemis, trifft dort da die Frau, holt Geld ab, fährt zu den anderen Geschäften, holt da Geld ab. Dann läuft man mal eben so mit 10.000, 15.000 Euro rum, zum Beispiel. Und ja, gibt das Geld aus, lebt sein Leben, sitzt im Clubhaus, verbringt Zeit mit den Jungs. Bisschen Abend, dann geht man wieder essen. Manchmal fährt man dann ins Ausland, nach Skandinavien oder in die Türkei, wo auch immer. Und so ist fast jeder Tag, außer wenn es Razzien gibt, Verhaftungen oder so, dann ist natürlich der Tag nicht so entspannt, aber ansonsten ist das so der klassische Alltag. M. Bilal hat sich gefragt, wie haben Menschen euch kontaktiert für Aufträge? Das passiert aus dem Alltag heraus. Man ist ja bekannt im Kiez, speziell Wedding und Reinickendorf. Und die Leute, die illegal ihr Geld verdienen oder unversteuertes Geld in dem Fall, was ja auch illegal ist, treten an uns heran, zum Beispiel jetzt, und sagen: Pass auf, bin ein stiller Teilhaber in einem Dönerladen oder in einer Diskothek, habe da Probleme mit meinem Partner, der möchte mich nicht auszahlen oder zahlt mir zu wenig oder beteiligt mich nicht, was auch immer. Ich zahle euch jetzt Summe XY, sagen wir 50.000 Cash. Klärt das bitte für mich und ich beteilige euch dann daraufhin, solange der Betrieb läuft, 10% an den Umsätzen oder 20%. So, das heißt, es sind immer Leute aus dem Umfeld, die einen kennen oder der kennt, überkennt ihn, er kennt ihn wieder durch Dritte, Vierte, Fünfte.
So funktioniert das. Also es gibt jetzt keine Hotline, wo man anruft, hier helfen euch Hells Angels oder hier können wir euch euer Geschäft irgendwie klar machen. Von daher, es passiert immer durch Dritte, nahes, entferntes Umfeld. Bitcoin King möchte wissen, wie wird bei den Hells Angels mit Frauen umgegangen? Das ist schwierig zu sagen. Ich kann nur für das Charter sprechen, in dem ich war. Von gut bis schlecht, das kommt auch darauf an, welche Beziehung man mit der Frau hat, welchen Status sie hat, also Beziehung, ob es jetzt eine Affäre ist oder die Ehefrau und wie auch das Verhältnis ist grundsätzlich, wie bei jedem anderen auch, das kann man nicht festmachen. Es wird auf jeden Fall keiner geschlagen, so habe ich es nicht erlebt, das hat man nicht getan, sondern wenn hat man sie irgendwie mental irgendwie niedergemacht, also man hat sie dann psychisch irgendwie abhängig gemacht, beziehungsweise dann auch fertig gemacht, indem man ihr keine Aufmerksamkeit geschenkt hat, sie abhängig gemacht hat durch die Emotionen, die man ihr vorgegaukelt hat oder was auch immer. Das ist schwierig zu sagen. Auf jeden Fall gab es keine körperliche Gewalt, die habe ich nicht erlebt in unserem Charter. Das kann natürlich von jedem Charter oder mit Sicherheit ist unterschiedlich, aber in unserem nicht. Damals Berlin City. Und es kommt auch mal darauf an, es gibt natürlich auch Freundinnen, keine Ehefrauen, sehr selten, aber Freundinnen, die halt auch Prostitution nachgehen und die dann auch im Verhältnis zu dem jeweiligen Mitglied stehen. Da kommt es auch mal darauf an, ob es eine ehrliche Beziehung ist oder nur eine vorgespielte, um die Frau halt das Geld, ihr das Geld abzunehmen und sie halt zur Prostitution zu bringen oder ihr das halt irgendwie wirtschaftlich für einen interessant zu machen. Das kommt immer darauf an, wie das Verhältnis ist und wie auch die Situation ist, je nachdem. Annabel Heinisch interessiert, was war das Schlimmste, was du während deiner Zeit als Mitglied erlebt hast? Also ganz klar der Wettbüromord 2014, in dem ich ja, wo ich ja dann zwangsläufig dann auch mitgewirkt habe, beziehungsweise nicht proaktiv, sondern dabei war. Und das war für mich das schlimmste Erlebnis. Man muss sich vorstellen, wir sind dorthin an dem Abend, sollten den Jungen, diesen Tahir Özbek damals, eine Ansage machen, weil er ja auch proaktiv die Konfrontation mit uns gesucht hat. Im Zweifelsfall, wenn er dann Widerworte gibt, ihn dann ganz plump gesagt in die Fresse hauen. Das war ein Geschehen, was alltäglich war, muss man schon dazu sagen. Aber ihn zu töten war jetzt für mich nicht geplant. Es gab auch keine Ansage diesbezüglich. Wir sind auf jeden Fall dahin, sind in den Laden rein, in der Parallelstraße. Ich glaube, die Hausautostraße war das in Reinickendorf. Sind in den Laden rein. Ich habe mir eine Kapuze übergezogen, sind dann durchgelaufen. Ein paar Jungs waren vor mir. Und der Erste hat dann eine Knarre gezogen oder hatte sie schon in der Hand, ich habe es nicht gesehen, und hat das Magazin auf ihn abgefeuert, komplett entleert, ich glaube mit 8 Kugeln. Und 6 davon haben getroffen, alle tödlich. Und das war für mich das schlimmste Erlebnis. Und für mich war ab dem Moment auch klar, als ich aus dem Laden dann rausgerannt bin, dass es das war's. Also das war's jetzt hier mit der ganzen Geschichte, nicht nur für mich, sondern auch für das Charter, weil das wird sich da, vor allem die Polizei wird hier rigoros durchgreifen. Trish möchte wissen, aus welchen Gründen wurde Tahir Özbek umgebracht? Aus Rache. Ganz niederträchtige Rache, weil er sich nicht dem gefügt hat, was der Präsident damals wollte. Und das ist meine Auffassung, das Gericht hat es auch so gesehen. Das hat sich über mehrere Monate dann hingezogen, die Eskalation. Keiner ist einen Schritt zurückgegangen. Das konnte sich Kadir Padi damals, der damalige Präsident des Berliner Charters, dem ich zugehörig war, nicht gefallen lassen. Dementsprechend war dann irgendwann die logische Konsequenz, aufgrund der ganzen Geschehnisse, ihn zu töten oder beziehungsweise ihn töten zu lassen. Lennart möchte wissen, warum hast du dich dazu entschieden, auszusagen? Grundsätzlich habe ich mich entschieden, auszusagen, um die Tat aufzuklären, beziehungsweise weil man die Tat so in der Öffentlichkeit und nicht nur auch die Öffentlichkeit, sondern auch die Staatsanwaltschaft, die Anklage damals vertreten hat, so dargestellt hat, wie sie halt nicht war. Sondern es wussten halt nicht alle, mich mit eingeschlossen. Und wenn man halt nichts sagt vor Gericht, bleibt es halt so im Raum stehen. Dementsprechend war es halt für mich wichtig, das klarzustellen, dass ich davon nichts wusste und auch ein paar andere, also mindestens die Hälfte der Beteiligten nichts davon wusste. Und da war für mich der Beweggrund erstmal grundsätzlich zu sagen, okay Leute, so und so ist es, so und so habe ich es erlebt. Und das war erstmal der grundsätzliche Beweggrund, warum ich mich entschieden habe, auszusagen. Rosens in Rot hat sich gefragt, was sagen deine Eltern zu der Tat und dass du Hells Angel-Mitglied warst? Nicht gut. Alles andere. Ich glaube, kein normales Elternteil wünscht sich, dass das Kind in solche Strukturen wächst oder hineingerät, geschweige denn in solchen Taten oder solche Taten verwickelt ist oder solche Taten mitverübt. Von daher alles andere als gut, sondern ich glaube, die hätten sich das gewünscht, es wäre nie dazu gekommen und ich wäre nie in diese Struktur eingetreten. So war es halt aber.
Nille9171 hat sich gefragt, schämst du dich manchmal für deinen Verrat? Für mich war es kein Verrat. So gehe ich an die Geschichte gar nicht ran. Es war mein Recht. In Deutschland steht es jedem zu, sich zur Sache zu äußern, wenn man angeklagt ist. Ich habe das Recht wahrgenommen. Das stand jedem anderen auch zur Option und als Möglichkeit im Raum. Ich habe sie wahrgenommen. Die anderen haben sich entschieden, nichts zu sagen oder in Teilen was zu sagen und sehr selektiert oder sehr begrenzt. Es gab ja von und bis. Und wenn man die Denke jetzt ansetzt, von wegen wahres Verrat, muss man sich ja die Frage stellen, wo hat der Verrat begonnen? Dann müsste man ja sagen, aus meiner Perspektive hat der Verrat dann da begonnen, als man mich in diese Tat mit reingezogen hat, unwissend. Und somit billigend in Kauf genommen hat, dass ich damit für in Verantwortung gezogen werde, nicht wissend. Und da würde dann der Verrat, wenn ich so denken würde, oder hat der Verrat angefangen, so denke ich aber nicht. Von daher, ich bin ausgestiegen, ich wollte das so nicht mehr. Der Junge ist da getötet worden, das hätte nicht passieren sollen und dürfen. Und für mich war das der richtige Weg und würde mich natürlich nie wieder in seine Situation bringen, aber würde den Schritt immer wieder gehen, weil ich ihn nie bereut habe. Gollumface möchte wissen, mit was für Konsequenzen müsstest du ohne Polizeischutz rechnen? Es kann von, man läuft an mir vorbei, von ich schicke jemanden los, versuche ihn zu töten oder ihm irgendwas körperlich anzutun. Da gibt es eine Spanne von A bis Z. Von daher kann man das nicht jetzt genau sagen. Es ist immer, liegt immer an der Gegenseite, wie damit umgegangen wird. Und Polizeischutz schließt ja nichts aus. Von daher, es minimiert die Gefahr ein wenig, aber trotzdem schließt es grundsätzlich nichts aus. Aber wenn man das beschreiben sollte, wie mit was ich rechne, mit allem und wieder mit nichts. The Reef möchte wissen, hattet ihr oft Kontakt zu Hells Angels im Ausland? Ja, hatten wir ganz viel sogar, speziell zu den Hells Angels Nomads, also Dänemark, Skandinavien. Wir sind zu denen gefahren, die sind zu uns gefahren. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Wenn sie hier waren, sind wir ins Artemis gefahren, diesen FKK, das FKK-Bordell, weil es in Dänemark halt verboten ist, Prostitution. Haben dort Zeit mit denen verbracht, beziehungsweise haben sie begleitet als Besucher. Und haben Feiern mit denen gehabt. Wir sind bei denen auf der Feier gewesen, sind mit ihnen unterwegs gewesen und haben sehr, sehr viel Zeit mit ihnen verbracht, ja. David M. möchte wissen, spielen korrupte Polizisten in der Szene eine Rolle? Ja, auf jeden Fall. Eine wichtige Rolle. Informationen, um gewissen Dingen vorzugreifen, sind ganz, ganz wichtig. Ob es jetzt irgendwelche Razzien sind, Haftbefehle, Durchsuchungen, Beschlagnahmungen oder Ermittlungen, Telefonüberwachung, das ist ganz, ganz wichtig. Und es gab immer mal hier und da in der unteren Hierarchie bei der Polizei immer mal Leute, die man kannte, also die Jungs kannten aus ihren Grundschulzeiten, Schulzeiten, die dann in die Polizei gegangen sind, die denen dann hier und da mal was gesteckt haben. Das gab's. Das ist dann auch hier und da immer wieder zur Anzeige gekommen und zu Ermittlungsverfahren gegen diese Beamten. Aber das ist natürlich eine wichtige Geschichte, auch für die Polizei selber, die ja genauso. Für V-Leute, V-Männer, Informanten, ne? Aussteiger. Also es beruht da auf Gegenseitigkeit. Quadratwurst hat sich gefragt, hast du während deiner Zeit dort auch Gebrauch von der Schusswaffe gemacht? Nein, nie. War auch kein alltägliches Geschehen, also mit Schusswaffen oder so muss man dazu auch sagen. Es kam jetzt nicht oft irgendwie eine Schusswaffe zum Gebrauch oder irgendwie einen Einsatz. Eher wenn dann Messer, diese berühmten Rocker-Fox-Messer oder Baseballschläger, Macheten. Schusswaffe war eher so der geringere Anteil der Auseinandersetzung als Waffe. Speckfürst möchte wissen, wie viel Geld hast du bei den Hells Angels verdient? Viel Geld. Auf jeden Fall mehr als der Autonomalverbraucher oder der Autonomalverdiener am Tag. Gesalzener Kabeljau möchte wissen, hast du Drogen konsumiert und verkauft? Nein, nie. Nie Drogen. Ich bin ein Typ, der immer sehr wach ist und bin auch viel zu eitel dafür. Und Drogen verkaufen erst recht nicht. Ich hatte keinen Bock, mit solchen Menschen zu tun zu haben, mit süchtigen Menschen. Das ist nicht so mein Milieu gewesen, mit dem ich mich umgehen möchte oder zu tun haben möchte. Zwangsläufig dann ja durch das Geschäft. Und von daher war das nie meins. Ist mir auch viel zu anstrengend gewesen, auch viel zu risikoreich. Man hat dort mit vielen Menschen zu tun und es ist immer nur eine Frage der Zeit, dass man da irgendwie für in Haft genommen wird oder was auch immer, ein Regress. Von daher hatte ich da keinen Bock drauf. Brian Legrand hat sich gefragt, war es im Gefängnis gefährlich für dich? Über meine Haftumstände, also
Situation kann ich so weit sprechen, dass sie Isolationshaftbedingungen waren. Also ich war 24 Stunden alleine, 365 Tage im Jahr, die ganzen fast 7 Jahre. Und grundsätzlich ist das Gefängnis immer gefährlich. Das ist ein Auffangbecken von Schwerstkriminellen, Kleinkriminellen. Und von daher ist da die Möglichkeit immer irgendwie, dass irgendwas passiert, zum Nachteil immer gegeben. Und die Isolationshaft war natürlich dem geschuldet aufgrund der Sicherheit. Weil die Situation halt auch gefährlich im Knast ist und man weiß nie, wie, wo, wer tickt oder wer von wem kommt. Das können ja auch Dritte, Vierte, Fünfte sein, die den Bekannten kennen und der sagt, mach mal das bitte für uns, dann gibt's Geld oder was auch immer. Und von daher war dann für mich dann klar, dass ich dann in Isolationshaft komme. Dass es so lange geht, hätte ich jetzt nicht gedacht, bis zum letzten Tag, von Anfang bis Ende. Aber das war halt der Situation geschuldet, beziehungsweise der Gefahr, in der ich mich dann auch eventuell hätte befunden. Egon möchte wissen, hast du noch Freunde bei den Hells Angels? Nein. Niemals. Von deren Seite aus niemals und von meiner Seite aus niemals. Walter Smiled interessiert, wie verarbeitest du das Erlebte? Ich habe es verarbeitet damals während des Gerichtsverfahrens, das ja relativ lange war. Es ging 5 Jahre. Und in der Zeit habe ich viele Dinge mit mir selbst verarbeitet, mich mit mir selbst auseinandergesetzt. Und hatte viel Zeit, auch aufgrund der Isolationshaft, mich mit mir auseinanderzusetzen, zwangsläufig. Und so habe ich es verarbeitet und bin über das Thema jetzt hinweg. Es ist vorbei. Ich werde es immer irgendwie in Erinnerung haben. Klar, es hat mich auch geprägt und deswegen bin ich auch heute so, wie ich bin und bin den ganzen Weg dann auch gegangen. Aber es ist jetzt nicht mein ständiger Begleiter. Wenn man es genau wissen möchte, ich habe viel über die Geschichte bzw. über meine Erlebnisse während des Gerichtsprozesses, dann kurz ein bisschen danach und auch davor, die Geschehnisse, die mich sehr geprägt haben, in mein Buch aufgeschrieben. Das heißt, der Perser, wenn man sich dafür interessiert und die Story mag oder man Bock hat, es zu lesen, kann ich das nur empfehlen. Es ist sehr detailgetreu und sehr echt und authentisch wie möglich gehalten. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal hier unten. Und wenn ihr wissen wollt, was der Rapper Upsilon bei Germania über Chancengleichheit zu erzählen hat, klickt hier unten.